Der Pflegenotstand ist in aller Munde. Die zu geringe Personalausstattung in den Pflegeeinrichtungen führt dazu, dass die Pflegekräfte nicht mehr ausreichend Zeit für ihre Tätigkeit haben. Das wiederum führt zu unglaublich psychischem Stress, das aber nicht nur bei den Pflegekräften, sondern auch bei den zu Pflegenden und bei den Angehörigen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Es ist daher dringend erforderlich, diesen teilweise schon menschenunwürdigen Zustand zu beseitigen. Dazu bedarf es unter anderem folgender Maßnahmen. Es braucht einen besseren Personalschlüssel, es braucht mehr Personal in den Betreuungseinrichtungen, es braucht eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und es braucht eine ausreichende Finanzierung dieser Pflegeeinrichtungen. Und dazu fordere ich die Politik, die Verantwortlichen der Politik des Bundes und des Landes ganz, ganz dringend auf, entsprechende Maßnahmen zu realisieren.